Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute gibt es einen weiteren Teil der fantastischen Aperitivwoche. Und was soll ich sagen, heute gibt es den English Channel und der wird mit Earl Grey Tea gemacht. Ist ein richtig schöner Aperitivdrink, mal was ganz anderes. Bleibt einfach mal dran, wenn ihr sehen wollt. Für den English Channel ist ein wirklich außergewöhnlicher Aperitif. Nehmen wir einmal Grand Marnier und zwar den roten. Und davon geben wir 2,5 cl in unseren Shaker. Dann nehmen wir Benedictin Dom, den in der gleichen Füllmenge dazugeben, also auch 2, 2,5. Und jetzt kommt die nicht so häufig verwendete Zutat, schön gezogenen Earl Grey Tea. 6 cl. Den Rest wische ich hier auf, das passiert mir irgendwie immer. Und ja, jetzt noch Eis dazugeben, ordentlich shaken, abseilen und dann haben wir's. Und das hier ist jetzt der English Channel und abgesehen von der Zitronenzeste bzw. von dem Swirl, was ich da reingegeben habe, riecht der richtig schön fruchtig. Man sollte es eigentlich meinen, vielleicht liegt es am Grand Marnier. Ich probiere es mal rausschmecken, ich bin sehr gespannt. Ja, also der Grand Marnier, der schmeckt man wirklich raus, der ist richtig schön. Und der macht den auch richtig schön sanft. Also wenn ihr keinen starken Cocktail mögt oder einen sehr krass aromatischen Cocktail und wollt trotzdem einen relativ hohen Alkoholgehalt drin haben, weil ihr nur einen Shortdrink wollt, dann empfehle ich euch den. Ein richtig schöner Aperitif, auch wunderbar zu Weihnachten, man meint es eigentlich gar nicht. Und dieses Aroma, der ist Earl Grey, also der ist ja meistens mit Bergamottöl, wie soll ich sagen, ja, beträufelt, getränkt. Da schmeckt man auch wunderbar raus. Also ich finde es echt super. Und der ist richtig, richtig mild. Ja, Sweetness ist drin, also die Süße kommt von dem Likör halt wirklich durch. Und ich kann es euch nur empfehlen. Ich finde, ich bin sehr positiv überrascht von dem, weil ich habe schon mal ein paar Milche gemacht mit Tee und die waren nie so optimal. Die waren schon gut, aber nie so richtig geil. Und der ist richtig gut. So, ich bin damit raus. Das war der English Channel. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schickt mir eure Lieblingscocktails und dann würde ich sagen, bin ich raus und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.